Hallöchen, ihr R2D2s und willkommen zurück bei Let's Play DayZ. Wir sind hier alle wieder beisammen mit dem Hanno. Hallo. Der Mister. Der Marco. Hi. Und der Hajo. Hallo. Wir stehen hier versammelt immer noch in Cherno, wollten aufbrechen in die Nachbar Lothar, haben uns jetzt hier ein bisschen versorgt, vorbereitet und jetzt geht's ab. Los, die Luzi geht ab. Ab auf die Schienen jetzt endgültig und ab nach Malota. Ich habe Painkiller gefunden. Ja. Nehmen Sie mit. Gibt dir aber nicht viel. Ich habe auch welche. Ach, pfeif sie dir rein. Ist doch scheißegal. Ja, dem Marco, dem geht's nicht so gut. Der ist krank. Wo sind die anderen schon wieder? Der bleiben schon wieder zurück. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind wir? Ich zähl... Hä? Der ist jetzt auch schon wieder weg? Ja, ich bin hier gerade rechts in den Schuppen. Ich guck gerade noch mal, ob es hier noch was zu looten gibt. Bloodbucket. Hä? Nee, ich bin hier auch nur. Okay. Hajo und ich können nicht widerstehen. Jetzt geht also jeder nach meinem. Ich ins Klavierhaus. So. Oh, Handschuh. Ja, wir kommen hier nicht weg, Leute. Es ist leider so, dass wir ein bisschen... Wir sind halt Sammler. Ne? Muss auch schon wieder an den Brunnen gleich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind Sammler und Jäger. Ich zieh mir einen Pinke. Ich habe Munition gefunden. 308er und 9mm. Echt jetzt? Ja. Ja, alles mitnehmen. Ja, nehme ich auch. Ich habe sogar einen PU-Scope. Braucht das jemand? Cool. Ja, immer noch Damaged, oder? Immer noch Damaged wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn es Damaged ist, will es keiner. Dann werf es weg. Warte mal ganz kurz. Hast du die Antibiotika eigentlich noch, Ja. Hast du die genommen? Ja. Okay. Ich ziehe mir jede Tablette rein, die ich habe hier. Vitamin. Habe ich auch Tabletten. Wollten wir noch, oder jemand, nochmal zu dem Pförtnerhäuschen zurück? Welches Pförtnerhäuschen? Mehr in die Richtung vom Bürogebäude da. Bei den Silos. Wieso? Ne, weil da an den Pförtnerhäuschen Militärloot spawnt, Munition und so. Vielleicht einer ganz kurz? Dann müssen nicht alle zurücklaufen? Ja, dann opfere ich mich mal. Ja, ich lauf mit dir. Zu zweit laufen wir hin. Slots habe ich frei. Ich habe das Gefühl, wenn wir alle wieder zurücklaufen, dass sich das alles ein bisschen verzögert. Als wird schnell einmal hier gucken. Bleibt ihr da, wir sind sofort wieder da. Ja, an dem Brunnen. Lauf weiter. Was? Zurück zum Brunnen, das Wasser hält nicht lange. Ein bisschen im Bogen laufen. So. Nämlich von dem Pförtnerhäuschen hatte ich das Leder-Sewing-Kit auch weg. Ich hab dich leider verloren jetzt. Ach, da bist du, ja. Weißt du, ich lauf dir einfach nach, weil ich gar nicht weiß, welches bei dir das Pferdehäuschen ist. Ja, dann siehst du das gleich. Achso, nee, das ist ein normaler Schuppen. Ja, ich weiß, was das Pferdehäuschen ist. Mach mich, warum ich jetzt eine zweite Kantine hab. Hier sieht man auch nochmal den Server, Leute. Wir sind mal wieder auf einem anderen, aber der ist auch voll. Schön voll. Ach, das, ja, das meinte ich. Das meinte ich wohl. Aber da nichts. Ja, nichts. Das meinte ich, wo ich gestern sagte, ich weiß, wo du es gefunden hast. Weißt du das noch? Wo du woanders was gefunden hast, an einem Jeep, glaube ich. Genau, ja. Da dachte ich, genau an dem Gebäude hättest du das gefunden. Ja, weiß nicht, dann laufen wir hier wieder hinten rum, ne? Ja. Zurück. Aber direkt zurück zu den anderen, nicht jetzt rumlooten. Ja, entweder haben wir schon komplett alles weggelootet oder das kommt doch auf die Server ein bisschen drauf an. Ja, alle Spekulationen wie immer jetzt. Spekulatius. Frag mich, wo ihr seid. Aber die Art kommt wieder. Am Brunnen, hier schießt jemand. Ja, ich hab den Schuss auch gehört. Ich nicht. Die schießen auf mich! Ja, natürlich. Ja, wenn ihr den Schuss auch gehört habt. Bist du beim Brunnen? Vier Leute. Oh Gott. Wo, Marco? Wo? Richtung Schiene. Aua! Er ist tot. Fuck! SKS, ja. Scheiße, die sind bei mir in der Nähe. Ja, die laufen zum Brunnen, Ich bin ohnmächtig, nicht tot. Oh, vielleicht kann ich dich holen. Lauf irgendwo in die Büsche. Oh, die sind direkt hier um die Ecke. Jetzt bin ich tot. Ich hoffe, die kommen nicht ins Klavierhaus. Soll ich rauslaufen? Nein. Die sind voll equipped auch, ey. Hast du welche gesehen? Holen oder umlaufen? Die sind direkt bei mir.
Die sind direkt bei mir. Ich habe Angst, dass sie hier reinkommen. Oh, ist direkt bei dir. Beim Klavierhaus. Genau die Schüsse daneben. Bisschen weiter westlich noch. Westlich vom Klavierhaus. Genau da haben sie gerade geschossen. Der Zaun verbuggt ist. Ja, für die aber vielleicht auch. Bis zur nächsten Mauer da. Ajo, da hinten laufen sie. Da hinten laufen welche. Rechts im Wald rein. Drei Stück. Ja. Ajo, voraus. Wenn ich voraus gucke, rechts im Wald rein. Ja, einen habe ich zumindest gesehen. Da hinten. Drei oder vier Leute sind das nur. Ja, ich habe drei gesehen. Drei. Die laufen im Wald. Tot. Markus tot. Ich dachte, du bist wieder aufgestanden. Ja, die sind oben in den Wald rechts reingelaufen. Ja, die spotten. Wo ist rechts? Wo ist rechts? Ja, warte, ich weiß nicht. Der eine umläuft uns jetzt. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir gucken. Ich bin am Brunnen, am Haus am Brunnen. Will die jetzt auch nicht aus dem Weg verlieren. Sind die über dem Umspannwerk ungefähr? Ja, Welche Himmelsrichtung ist das? Weißt du das, Ajo? Da im Wald, am Umspann, an dem kleinen Berg. Müsste das Westen sein. Und der Wald ist Norden. Ja, nördlicher Wald. Also über dem Umspannwerk, wo wir am Anfang waren? Ja, Und einer versucht uns zu laufen, das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass die uns gesehen haben, Ajo. Ich bin jetzt an dem Haus am Brunnen. Nee, der läuft geduckt. Der kommt jetzt wieder runter, einer. Ja, die wollen... Nee, der hockt am Baum. Oh, am Baum. Links neben mir. Die haben uns gesehen. Ja. Haben uns doch gesehen, die Säcke. Ah, shit, da oben. Ich hör's. Nee, ich laufe über die Wiese. Zug ist das. Ja. Wir laufen beide über die Wiese. Wollen wir einfach Richtung Balota laufen? Ja, los, dann kommt raus. Gut. Ich bin getroffen. Oh, aber. Lauf weiter. My leg is painful. Ich sehe euch da, glaube ich. Ich muss mich verbinden. Ja, nee, doch nicht mitten auf der Wiese. Ja, muss ich machen, die sind da im Wald. Ja, erstmal weg. Aus dem Schuss. Ihr wart gerade am Hasenstall, ja, ne? Oder diesem Hühnerstall, ne? Nein. Hä? Doch, da hockt doch Hanno. Das ist Hanno. Ach, da oben ist noch einer auf dem Berg. Wer läuft über den Hügel? Dann laufen sie hinter uns her. Da ist einer, Vorsicht. Hinter euch auf dem Hügel, Vorsicht, Anfang Leute. Anfang des Waldstückes. Ich bin schon weitergelaufen. Ich bin auch weiter. Nicht Anfang des Waldstückes. Oben auf dem Hügel steht jemand. Ja, wir sind da nicht. Ja, ich bin weg. Wir haben doch gedacht, wir hauen jetzt ab Richtung Balota. Mister, bist du das ja? Du bist es. Ja, dann lauf. Schnell, die sind da, Mister. Schnell, die schießen auf dich. Lauf zickzack, zickzack, zickzack. Ja, komm hinter die Mauer. Ja, ich sehe das hier gerade. Wer ist denn das da? Der andere da? Ich bin unconscious. Da ist noch jemand mit einem roten Rucksack. Oh, jetzt schießen sich zwei andere ab. Haha, die haben anderen getötet. Jemand nicht, der zu uns gehört. Scheiße, glitschen, glaube ich. Ich liege auf der Straße noch. Scheiße. Die liegen... Ich habe eine Waffe, wenn du... Das sieht aus, als würden die glitschen. Ajo, wo bist du? Der ist schon an deiner Leiche, Mister. Achso, okay. Ich bin auch tot. Ja, scheiße. Nee, der ist an einer anderen Leiche, aber die sind direkt bei euch. Hanno und Hajo, wo seid ihr? In der Festen raus bin ich. Aber ihr seid schon weg, ja? Gut. Ja weil ich habe das Geschehen ein wenig beobachtet. Ja, es war ja der Plan eigentlich, dass wir alle nach jetzt abhauen. Ja, ich... Hat nicht funktioniert. Naja, ihr seid ja weg. Ist ja in Ordnung. Ich wollte ja nur gucken. Ich laufe mal Bushaltestelle. Ja, ich sehe dich. Ich bin neben dir, keine Angst. Also nicht erschrecken, ich bin neben dir. Das sah ein bisschen aus, als würden die über den Boden sliden. Das kann natürlich auch nur ein Leck gewesen sein. Das ist ein Leck. Will ich jetzt nichts... Ja, da gehe ich schwer von aus, dass das Leck ist. Ach, scheiße, Novo. Ne, ich habe ja auch euch... SKS noch. Da war übrigens auch jemand anders, der die umschießen wollte und den haben sie auch gekriegt. Nachdem Mister erschossen worden ist, auch mit dem roten Rucksack jemand, Mountain Backpack. Wenn das Cheater gewesen wäre, wir schon alle tot gewesen. Ja, also. Dann wären alle weg gewesen. Ich stehe immer noch. Wir haben die nur nicht gesehen, die hatten den Vorteil, dass wir das uns gesehen haben. Wollen wir weiter? Ich glaube, die kommen uns hinterher. Ich würde hier ungern stehen bleiben. Ich bin mir da sehr sicher, dass die uns verfolgen. Ja, wie gesagt, ich bin schon an den Schienen, ziemlich weit im Westen. Ja gut, dann laufe ich jetzt auch weiter, Ajo. Und ich auch. Ja, ich sehe euch beide. Marco, wo bist du? Ich glaube in Elektro. Ja, ich bin nicht beschossen worden da. Ich bin die ganze Zeit da gelaufen. Nee, die sind doch hinter uns. Ich habe die ja gesehen. Also ich weiß, wo die ungefähr sind. Ich konnte das Treiben beobachten wie ein anderer. Nachdem Mister umgeschossen worden ist, ist jemand anders rausgekommen mit einem roten Mountain Backpack und wollte die von unten auf dem Hügel erschießen, aber der hat auch verloren. Also es waren anscheinend mehrere Parteien. Hier in der Tanne, nicht erschrecken. Weiterlaufen, lauf weiter. Ich bin jetzt hinter dir. Ja, Leute, da haben wir gesehen, wie jemand anders auch ermordet worden ist. Ja, aber Jayla, Mister und Marco leider auch. Ja. Oh, ich bin ein bisschen am Ruckeln hier. Ist bei mir ein bisschen komisch.
gerade. Seht ihr das, Leute? Guckt mal. Ich werde hin und her geschoben. Das ist komisch. Nö, bei mir ist es normal. Ich kann mich gerade ganz schlecht bewegen. Rubberbending, du wirst gerade zurückgezogen. Ja. Oh, schon wieder. Bei mir ist das gerade alles ein bisschen instabil hier. Oh, die Frames werden besser. Ja. Ja, wir gehen auch aus der Stadt raus. Und wer hat gesagt, das ist ein Schweizer Server hier? Wer hat gesagt, die Schweizer tun nichts, sie sind so lieb? Das heißt ja nicht. Oh, ich werde die ganze Zeit hin und her In Daisy sind alles Schweine. Hä? Ich werde umgekehrt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das ist voll buggy bei mir, Leute. Guckt, Alter, ihr seht das als Beweis, ne? Ja, du läufst besoffen in den Wald hinein. Ja, nee, das sieht aber so aus, als würde mich jemand zurückziehen wollen. Ja, als würde mich jemand in eine Richtung ziehen. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was gerade passiert. Es ist nicht nur Rubberbending. Vielleicht mal seitlich zu laufen. Dayla, ich kenne das, sag ich doch gerade die ganze Zeit. Siehst, in welche Richtung du läufst. Dann kannst du zwar nur joggen, aber man kommt meistens ohne Rubberbending voran. Also ich kenne das insbesondere immer nach Updates ist das bei mir. Das war nach diesem Update von Daisy 0.55 bei mir auch so. Ja, das Problem ist, ich konnte meine Maus nur noch in eine Richtung bewegen. Das war das Problem. Das war das Komische. Ich wurde so richtig gelenkt, als wurde ich so nach rechts gedrückt und konnte nicht mehr nach links gucken. Das war ganz komisch. Du hast vielleicht alt gedrückt. Nee. Ihr könnt das dann in der Aufnahme sehen. Ihr werdet sehen, was passiert ist. Wir werden das genau beäugen und untersuchen, den Vorfall. Genau. Oh, ein umgekippter Waggon, den kenne ich ja noch gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ayo, zieh mal einmal Waffe bitte und wieder weg oder umgekehrt. Folgt uns da jemand auf den Schienen? Ihr kann. Also, da läuft jemand, zickzack. Da am Baum ist rechts einer. Von den Schienen, das ist so ein großer gelber Baum, es müsste eigentlich jemand sein. Ich habe Bewegung gesehen. Pixel, ja. Jetzt läuft er weiter rechts zu dieser Scheune da. Ah, noch nicht da. Seht ihr das? Jetzt rechts rüber läuft er. Ja, jetzt habe ich ihn gesehen, ja. Gut, lasst uns weiterlaufen. Am besten in den. Naja, wir dürfen ja nicht in den Wald. Weiterlaufen oder am. Im Wald treffen? Vielleicht auf Mister und Marco? Weil oder die am Regeln sind. Warten. Guck mal einer links dem Wald bitte. Links dem Wald im Auge behalten. Okay. Links dem Wald? Ja, ich habe den Wald hinter der Tür. Ja, der zielt auf uns. Jetzt pass auf. Jep, sag ich ja. Er weiß ganz genau, der steht am Busch jetzt. Der weiß ganz genau, dass wir hier sind. Dann werden. Links sind da! Oh, die sind links! Wir müssen laufen! Weg zum Strand. Zum Strand. Ja, da ist der andere, ne? Der hat. Egal. Ja, vom Wald haben wir zwei. Rechts sind drei. Ja, okay, rechts sind drei. Also am Wald habe ich eben zwei gesehen. Ja, ich habe drei gesehen. Alles klar. Ich kämpfe lieber gegen einen als gegen drei. Also ich bin gleich Britt Rutger. Leute, wir müssen laufen! Wir hätten natürlich jetzt auf den einen zustimmen können. Den hätten wir holen können, alle drei. Die verfolgen uns, verdammte Kacke. Ich hab doch nur eine Axt. Ich bin keine Bedrohung. Lass mich in Ruhe. Seht ihr die noch? Habt ihr sie noch im Auge? Ja, ich laufe zickzack und guck über die Schulter. Ja, die verfolgen uns, Leute. Das ist total Kacke. Ja, natürlich. Die werden wir nicht los. Die müssen wir abhängen. Ab Strand werden wir die nicht los. Das steht fest. Ich nehme mal meine Axt weg. Ja, und im Wald. Vielleicht will ich da ein bisschen schneller. Sind wir zu langsam. Ja, wir müssen in den nächsten Ort rennen. Auf jeden Fall. Also, Baloter Ortschaft. Ja, und da können wir sie abhängen. Eventuell. Klingt nach einem Plan. Ich bin gerade, Konzentration, Jella. Hör auf zu. Das ist jetzt die Frage, wollen wir sie abhängen? Ja, ne? Ja, ich habe keine Waffe, ich kann nichts machen. Tut mir leid, ich kann nicht helfen. Ich kann mit einer Axt reinschlagen. Ja, du kannst ein Ziel abgeben immer noch, das ist ja vielleicht dann manchmal immer noch Hilfe genug. Warte mal, einen sehe ich relativ gut, der läuft vor. Wo läuft der denn? Hinter uns oder? Ne, an den Schienen, am Waldrand. Ja, am Wald. So, da siehst du ihn jetzt, über den Hügel laufen, rechts. Der ist voll schnell. Ich sehe auch nur einen. Den rechts sieht man, den rechts auf dem Hügel. Der kommt uns. Ach, auf dem Hügel? Nee, jetzt ist er an den Schienen. Der zielt. Ja. Der hat uns aber. Ja, aber wir rennen geradeaus. Also der muss auch richtig gut schießen, wenn er uns jetzt erwischt. Ja, der wartet aber nur darauf, dass einer stehen bleibt, schätze ich. Ja, ich bin hier gerade stehen geblieben. Jetzt läuft er weiter. Hajo, wir haben auch welche im Nacken. Also ich glaube, sitzen bleiben ist das Schlechteste. Die sind zu viert. Marco hat es auch gesehen. Die sind vier. Es wird dich einer von hinten einholen, wenn du sitzen bleibst. Ist nicht der Einzige, der da hockt. Oh. Hinter mir. Schon einer. Was? Sag ich doch. Bleib nicht sitzen. Ich hatte schon wieder Rubberbending. Ja, ich auch. Oh, da schießt. Ja. Wo bist du, Hanno? Nicht, dass wir uns verlieren. Ich bin hinter dir. Ich bin bei dir. SKS, okay. Ja, jetzt ist er leer. Seine. Wo war das, weiß ich nicht. Ich hab ihn gesehen. Er ist am Strand hocken geblieben. Ich hab das gesehen.
Ja, ganz am Strand. Wir laufen ja die ganze Zeit Richtung Westen, Jayla und ich. Ja, ja, ganz am Strand laufe ich nach Westen weiter. Ach so. Ja, Hayo ist hocken geblieben. Ach so, du läufst wieder, ja? Wer, auf wen hat er denn dann geschossen mit der SKS? Ja, auf mich. Okay. Hallo, ich sehe dich null. Ach, da bist du links. Links hinter dir. Links versetzt. Oh, Leute. Das ist so kacke. Ich fühle mich gerade wie so ein Kaninchen, das auf, ja, auf gejagt wird. Echt. Ja, ich kann sowieso bis auf ablenken. Also wir könnten jetzt schon... Scheiße, der schießt immer noch auf mich. Ja, zwei Schuss. Scheiße, siehst du den denn? Ja, ihr Schulterblick. Aha. Beine, scheiße. Bewusstlos. Oh. Oh, nein. Mist. Ach, der hat leer geschossen, der muss nachladen. Ah, ich sehe ihn da hinten. Ja, aber stehen bleiben ist keine Option, nein, weil es sind noch andere unterwegs. Das ist nicht der einzige. Wir haben es falsch gemacht, Mist. Hajo, warum bist du auch stehen geblieben, ey? Ich laufe da hinten jetzt gleich in den Ort und verstecke mich. Ja, so hätten wir vielleicht. Ja, du denkst immer nur ans Loot. Nee, einen wegholen. Ja, aber dann hätten wir es koordiniert machen müssen und nicht du alleine. Da hätten wir alle drei auf den rushen müssen. Er kann nur auf einen schießen. Ja. Naja, ist jetzt ja, passiert. Wenn du das vorhast, hättest du es sagen sollen. Das wäre besser gewesen. Hanno, was ist der Plan? Was machen wir? Ja, wir versuchen die abzuhängen im Balota. Ja, klar. Gut, also laufen wir jetzt rechts rüber, ja? Ja, rechts kannst du schon mal etwas rechts halten, aber... Vorsicht, das ist ein Zombie. Aber Lothar, ja, Zombies sind völlig egal jetzt. Ja. Ja, tut uns nichts. Ich habe auch einen im Nacken, ja. Die kriegen uns doch nicht, wenn wir weiter. Nee, ich wollte halt nur verhindern, die aufzuscheuchen überhaupt, falls wir uns irgendwo verstecken müssen, dass sie uns nicht die ganze Zeit in den Nacken hauen. Das war jetzt nur das. Die Zombies geben irgendwann auf. Ja. Ja. Ich bin jetzt im Wald, vorsichtig, dass du mich verlierst, ne? Also ich soll jetzt nach Balota reinlaufen, sagst du, ja? Ja, Balota, lauf mal in Balota rein und dann versuchen wir sie da rechts nach Norden dann abzuhängen. Boah, Leute, wir müssen jetzt... Aber nicht zu auffällig in die Stadt reinrennen und gleich nach Norden halten, sondern renn einfach in die Stadt und nimm kreuz mal ein paar Häuser und so. Ja, du bist bei mir, ja? Ja, nö. Scheiße, ist ja nicht schlimm, es ist nicht schlimm, wenn ich dich verliere. Weil Hauptsache, wir wissen, wo wir... Wo der andere ist. Wo wir hinlaufen wollen. Okay, also erstmal durch da. Kämpf dich einfach durch Balota durch. Einfach durchrennen. Okay, ich müsste jetzt eigentlich ein bisschen aus dem Sichtfeld von denen sein. Ja, einfach durch ein paar Hintergärten und durch die ganze Stadt durch. Okay. Dann hinter der Stadt hochknicken, ja? Ja, hinter der Stadt gehen wir nach Norden. Okay, ich bin jetzt am Stadtausgang. Ja, ich auch. Und jetzt knicke ich nach Norden durch Apfelbäume und auf eine Scheune da hinten zu. Oh, jetzt bin ich ganz schön auf dem offenen Feld hier. Ich hoffe, die haben uns jetzt nicht im Wald hinten noch, kommen die uns entgegen. Weil einige sich nicht. Nein, wir werden erstmal lange jetzt nicht mehr aufhören zu laufen. Wir werden noch länger weiterlaufen, auch Richtung Norden. Scheiße, wir müssen die anderen Leute. Vor allen Dingen habe ich immer noch einen Zombie am Arsch. Ich auch. Schon wieder einen. Huch! Oh, die weiße schon. Ja, ich sehe dich laufen. Von der Straße aus. Okay. Ja, ich bin schon wieder weit oben schon. Also sehr weit in den Feldern, sagen wir es mal so. Weil Lothar habe ich schon wieder hinter mir gelassen. Ja, ich auch. Ich sehe dich ja. Ich sehe dich allerdings immer auf dem Feld rumlaufen. Du bist also immer noch gut sichtbar. Ja, natürlich. Ich bin ja sowieso in orangener Kleidung. Also Leute, unsere Railroad-Tour wird natürlich gerade ein wenig unterbrochen, das merkt ihr ja. Aber das wird alles nachgeholt. Weil Lothar und so kommt noch dran. Keine Angst. Es ist bloß gerade echt Ausnahmesituation und wir müssen halt reagieren. Und es gibt da manchmal auch Situation, wo man den Rückzug antreten muss, und das war so eine. Jupp. Da ist Flucht besser als Kämpfen, weil der Kampf war sich sinnlos. Ja, bei mir braucht man gar nicht argumentieren ohne Waffe. Was soll ich denn machen? Die schießen mich mit einer AK oder wie gesagt, SKS, ich hatte kurzzeitig den Gedanken, den Hajo auch hatte, wenn da einer einzeln hinterherläuft, den zusammen zu holen. Aber das hätten wir alle drei zusammen machen müssen. Nicht einer alleine versuchen. Marco, wo bist du? So auf Kommando umdrehen und den dann rushen. Ja, ich dachte, ich hätte einen Brigerotka. Moment. Gut, ich bin in Tscherno unten am Hafen. Weil ich abgewartet hatte, bis er beim Nachladen war. Ja. So, Hanno, ob ich ein bisschen mich finde. Ich sehe dich noch, ja, ich hab dich fest im Blick. Ja, lauf ruhig weiter. Meinst du, sind immer noch hinter uns? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber im Wald haben wir echt einen Vorteil, weil da ist Sichtkontakt, geht schnell verloren. Ja, ich möchte aber halt so weit weg sein, dass sie keine Ahnung mehr haben, dass es für sie zu viele Möglichkeiten gibt, wo wir hingelaufen sein könnten. Dass sie deswegen dann halt aufgeben. Boah, mein Charakter ist bestimmt schon voll im Arsch. Naja, geht noch. Irgendwas? Oh, ich sehe dich, Hanno. Du bist weiter rechts, ne, von mir.
Ich sehe dich leider jetzt nicht mehr. Ich laufe aber halt einfach nach Norden. Du läufst gerade über eine Straße, ne? Ja, über den Feldweg. Dann habe ich dich gesehen. Ayo, gibt es dich auf? Ich sehe auch niemanden hinter uns laufen. Ich auch nicht. Ja, das dauert. Ich komme dir jetzt mal wieder ein bisschen entgegen. Dann suche ich mir einen Zombie. Heidewitzka, Leute, da waren wir wieder überrascht. Das geht in Tscherno, ist echt die Party, ne? Ja. Kannst du sagen, was du willst. So. So, ich bin jetzt am Berg angekommen, also es wird jetzt langsamer. Ich gucke, ob ich dich... Oh, du bist da ganz hinten. Bist ganz du denn lang gelaufen? Ja, ich weiß, ich habe dich, wie gesagt, nicht mehr gesehen. Ich hoffe, du bist das. Ich laufe dir jetzt mal entgegen. Du läufst gerade über eine Wald, über einen Flur und kommst ganz gleich in den Wald rein, ne? Ja. Ja, ja, dann laufe ich dir ein bisschen entgegen. Ja, du bist also schon da oben im Wald drin. Nee, ich bin links von dir. Links von mir? Ja, ich bin links von dir. Ich bin schon viel, viel weiter westlich. Ja, guck an. Ich habe dich die ganze Zeit rechts von mir gedacht. Ich müsste dich gleich kreuzen. Du müsstest gleich auf den Feldweg kommen. Wenn ich du auf jetzt deinen Felsvorsprung hoch bist. Ich komme dir mal entgegen. Ich glaube, es wäre auch schlau, jetzt wieder südlich, westlich zu laufen. Dann würden sie wahrscheinlich nicht mit rechnen, dass wir wieder nach Tscherno reinlaufen. Ja, weißt du meinst östlich. Meine? Ja, ich will ja auch wieder zurück. Meine ich ja östlich, sorry. Wir wollen ja die anderen wieder treffen, klar. Ich höre dich. Ja, ich bin da bei dir. Ja, ich habe dich ja vorher nicht gesehen. Ich habe nur ungefähr vermutet, wo du langkommst. Nicht gesehen. Ich höre dich. Ich bin direkt hinter dir. Ich höre dich. Ja, hier ist nichts. Okay. Meinst du, wir können jetzt hier sicher... Naja, sicher durch den Wald können wir hier auch nicht laufen. Die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie hier rumlungern. Wir gehen mal ein bisschen Landesinnere. Ja. Vielleicht finden wir auch Glut dabei. Ein bisschen Norden, ne? Die anderen, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Tscherno-Hafen. Ach, Mister ist schon wieder da. Und Marco? Pinke Rottgarten. Ah, du bist also auch schon da in der Nähe. Okay, und Hajo? Kameshobo. Okay, Hajo ist noch weiter weg. Ja, wir müssen ja sowieso auch noch ein bisschen laufen hier. Das ist. Ja, wir gehen mal hier runter, glaube ich, und dann schon mal im Wald gegenüber rein. Ich hab mir jetzt ein Kleidchen angezogen, vielleicht hilft das ja. Dass du nicht abgeschossen wirst, oder was? Ja, genau. Oh, irgendwas ist bei mir ruiniert gewesen von dem Treffer, den ich abgekriegt habe. Was war denn das jetzt? Ach, meine Hose, okay. Boah, ich habe so Panik, dass sie uns gleich in die Arme laufen, ey. Ja, also. Ich würde mal sagen, dass sie jetzt ungefähr so bei Balota lungern. Wenn sie sich uns aus den Augen verloren haben, ist vorbei jetzt. Also, das wäre schon erstaunlich. Er meint, sie gehen wieder zurück in die Stadt und gucken, ob sie jemand Neues finden? Ja, kann durchaus sein. Was sollen sie denn im Balota bleiben? Ja, eben. Gehen wieder nach Tscherno, schätze ich. Ja. Aber die Frage ist halt, wie lange sie uns suchen da. Bei mir läuft noch einer. Die Frage ist auch, ob sie uns noch folgen. Naja, die verfolgen uns nicht mehr jetzt. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Ich fand die ja schon sehr hartnäckig. Ja, weil sie uns in Sicht noch hat. Solange man jemanden in Sicht hat, kann man auch hartnäckig bleiben. Ich hoffe es. Aber die waren ja eigentlich, ich glaube, die waren nur noch zu zweit, die uns verfolgt haben. Ne? Die anderen, die hatten schon keinen Bock mehr, glaube ich. Die sind in Tscherno geblieben. Wo bist du jetzt? Nee, ich habe im Wald drei, also mindestens zwei gesehen. Ich bin ja, hier. Aber hinterher, als wir weiter nach Westen gelaufen sind. Ich finde, als wir noch weiter im Westen waren, da war ja nur noch der hinter Hajo her war auf der Strandseite und der auf den Gleisen rumlief. Sonst habe ich keinen mehr gesehen. Ja, bei den Gleisen habe ich auch nur noch einen gesehen. Ja, ja, das meinte ich. Und das waren nur noch zwei. Die anderen hatten wahrscheinlich schon keinen Bock mehr zu laufen. Ja, ist ja meistens so. Dann hast du ein paar Heißsporne dabei, die wollen es dann wissen. Und ein paar andere, die sagen, ach komm, lass die doch laufen. Jo, ich würde sagen, nach dieser rasanten Flucht machen wir hier mal in diesem schönen Hochsitz gleich ein Päuschen. Ja. Und gucken, dass wir wieder zusammenfinden, gucken, ob wir diese Schützen nochmal finden. Wir haben einiges zu tun, Leute. Und das seht ihr dann in der nächsten Folge. Hier ist ein Döschen, hier können wir was essen. Ja, wir machen es hier gemütlich. Danke sehr fürs Zusehen. Seid so lieb und lasst uns ein Feedback da, würde uns freuen. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Adieu, bitte. Tschüss. Bis bald. Tschüss.